So, mal gucken, ob der Händler hier drin was hat. Ihr nennt diese Tasche angemessen. Die Tasche ist groß genug. Wir haben gerade ein. Oh, verdammt. Ach, Mann. Oh, kann er nicht Fisch. Will er nicht Fisch haben, ey? Meine Fresse. Ja, jetzt ist. Huch. Was ist denn hier passiert? Warum ist er tot? Ach, er hat sich angelegt, jetzt auch gerade explodiert. Scheiße. Wir haben ein kleines Problem. Ein Schnorren ist so gut wie ein Zischen für die Gehörlose. Ja. Ich habe das Gefühl, wir werden hier nicht fündig, Jungs und Mädels. Ich überlege gerade, ob es in den nächsten. Ach, wisst ihr was? Boah, das ist sehr schlau von dir. Ganzen NPCs umbringen. So. Ich wollte nicht nach Durchsturz. Bin ich auf dem falschen Boot oder was? Ich bin echt auf dem falschen Boot. Das sieht auch sehr cool aus mit dem Tiger da in der Brüstung. Ich kann nämlich wieder zurückrennen. So. Schön, dass nämlich das Aussteuern statt Magie kostet. Ja, so. Oh Gott. Zum Gruße. Scheiße. Tut mir leid, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Je mehr ich trinke, desto lustiger werde ich. Stimmt's? Wir sollten auf etwas trinken. Oh Gott. Oh, das ist echt peinlich. Das ist auch noch ein Grund, warum ich nicht in so eine Tanzlokale oder was weiß ich gehe. Erstens viel zu laut und zweitens gehen da nur Leute hin, um sich zu besaufen. Und sich die restlichen Gehirnzellen wegzubrennen. Mit schwarz gebranntem Alkohol. Das Lustige ist, bei mir passieren das gegenteilige Effekt. Bei mir ist es so, wenn ich viel trinke, schlafe ich ein. Huch. Da werde ich immer müder. Dann werde ich auch nicht mehr gesprächsbereiter, nein. Dann werde ich noch verschlossener, als ich ohnehin schon bin. Ist auch geil. Ihr fragt euch sicher, wohin ich jetzt will. Es hat folgenden Hintergrund. Das Buch. Ja, doch, das Buch ist rot. Deswegen muss ich jetzt einmal kurz in den Unterschlupf. Ich muss das Zeug schieben. Ich kann ja gleich mal zeigen, was das bedeutet. Wenn man stiehlt. Ich kann es nämlich so nicht benutzen. Und wenn ich erwischt werde, dann ist Ende. Ich bin hier, falls ihr eure Meinung ändert.
Was bist denn du? Achso, du gehörst zu Diebesgild, ne? Ich interessiere mich nicht für diese Questreihe. Genauso interessierst du mich nicht für eine dunkle Bruderschaft, die ja auch als nächstes kommen wird. Aber ich find's toll, dass man sowas machen kann hier. Verdammt sei der Krieg. Wobei, eigentlich ist das überflüssig. Jetzt muss ich das schieben. Das kostet Geld. Ist das jetzt weg, oder was? Ah, okay, es hat direkt gezündet. Ich glaube, ich hätte es auch da drin lassen können, dann wäre es irgendwann weg. Also sprich, dann wäre es irgendwann so weit, dass ich... Ja, jetzt habe ich dafür bezahlt. Wie viel Geld habe ich? Ach, das reicht ja noch. Aktiviere Mauszeiger mit Punkt. Ich werde natürlich im Rahmen des Let's Plays auch diese Quest reinzeigen. Ich denke mal, die sind auch ganz gut gemacht. Zumal uns das nach Schattenfan. Ne, nicht Schattenfan. Wie ist das? Hades Flucht oder so, ne? Hughes Flucht, genau. Da führen uns das, glaube ich, hin. Aber das dauert noch. Ich werde. Oder ich bin dabei, einen anderen Charakter auszubilden: einen Schattenklinge, Nachtklinge. Aber das dauert noch ewig, bis die fertig ist. Grüße. Aber ich habe ja noch so viel Zeit, weil danach kommt erstmal Dolchsturzbündnis. Ich finde es übrigens scheiße, dass man NPCs umbringen kann. Muss ich ehrlich gesagt sagen, weil guckt euch das an. Das killt so ein bisschen die Atmosphäre. Ich bin froh, dass ich hier dass ich das Spiel angefangen habe, bevor das an alles kam. Stellmetall hätte ich gerne, aber naja, egal. Willkommen, meine Freundin. So. Ich werde drüben bei der anderen Welt mal drauf achten. Nach den Zutaten. Huch, ist da noch eine Balfrien? Ach so, ja klar, natürlich. Das ist ganz vergessen. So, in Bodennähe rettet brennt. Das ist da unten. Jetzt machen wir mal quer darüber. Stimmt, Balfrien ist ja auch das Second Tutorial Level hier. Es gibt ein zweites Level, das ist nur integriert in Morrowind, würde ich jetzt mal das mal nennen. Zurück auf Ödfels. Da müssen wir Brent retten. Ich werde dann mal Ausschau halten nach Materialien für den Kuchen. Da ich kein Koch bin, habe ich die natürlich nicht einfach so parat. So, und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt sind die Gegner nämlich keine One-Hits mehr, sondern jetzt sind die ernstzunehmende Gegner hier. Was in Anführungsstrichen natürlich. Das erinnert mich an irgendwas gerade. Ah, oh, Birke, cool.
Ah, ich erinnere mich, was jetzt kommt. Noch eine Birke. Hallo, noch eine Birke. Soll ich mal spoilern? Nö. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, wie die Quest ausgeht. Ja. Ich weiß auch genau, was jetzt gleich passiert und wo ich hin muss. Halmeyrasaurus entdeckt. Mein Mann Gailund ging gestern Morgen fischen. Gailund. Er kam nicht zurück. Ich habe heute Morgen mit unserem Hund nach ihm gesucht. Und jetzt ist er auch weg. Ja, das ist ja geil. Ihr habt heute aber keinen guten Tag. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe Rexus zuletzt an unserer Sägemühle gesehen, gleich nördlich von hier. Nehmt diese Pfeife mit und benutzt sie dort. Ich warte hier, falls er nach Hause kommt. Ich werde euren Hund finden und euren Ehemann, wenn ich kann. Neuer Schauplatz, Halmeyrashaus. Verloren auf Ödfels, so heißt die Quest, die muss ich haben. Alter. Kann ja nicht irgendwann gut, kann ja nicht gut gehen, wenn ich wirklich so viele Quests hab. Das Wetter wird auf einmal so schlecht. Hm? Hm. Ohne Pfeife. Der Hund ist aber gut, der kann's erahnen, ob gepfiffen wird oder nicht. Kam schon vorher. Rexus springt in eurer Hand hin und her. Anscheinend möchte er, dass ihr ihm folgt. Ich sollte herausfinden, wo er ne will. Sag ich jetzt einfach mal so laut aus. Folgt Rexus. Oh. Warum ist ihn angetriggert? Ja gut, es gibt Zeug dafür. Da fällt mein, wenn ich jetzt heute mal richtig spiele, dann kann ich das ja auch eigentlich mal machen, dass ich hier das hier aktiviere. Dass ich nämlich den Bonus-Erfahrung kriege. Ach, das ist... Hab Dank. Geil. Das war jetzt wirklich Zufall. Da habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich den hier treffe. Ja, stimmt, ist ja direkt hier. Cool. Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Oh ja. Da gibt's ein Auge. Das weiß ich noch. Das ist mir auch gerade eingefallen. Sprecht mit Gailund. Mhm. Kühne sei Dank. Mein Boot ist in einem Sturm vor der Küste gesunken. Es war unnatürlich. Ich sah Farben, die ich nie zuvor gesehen hatte. Ich trieb stundenlang auf einer Planke. Ich dachte, ich wäre tot. Doch, das wird schon wieder Gailund. Gib mir nur einen Augenblick und ich gehe zurück nach Hause. Ich stütze mich auf Rexus, wenn ich nicht mehr kann. Halmera ist sicher schon krank vor Sorge. Ich danke euch. So, verloren auf Ödfels abgeschlossen. 20.000 Erfahrung. Und noch mehr Erfahrung fürs Abschließen. Noch ein Punkt. Den Gefährtenfels entdeckt. Pfadfinder von Ödfels, Errungenschaft.
So, ja, das machen wir beides mit. Ich muss ja auch schon nach Mehl halten und so, deswegen muss ich jetzt hier Zeug finden. Ja, der Gefährtenfels. So eine kleine Anspielung auf die Gefährten-Questlinie in Skyrim. Würde ich jetzt mal meinen. Zack. So. Ja. Dann haben wir nur noch Sprech mit Moller hier.